Ab 1. Januar 2015 gilt der gesetzliche Mindestlohn. Das heißt für Arbeitnehmer mindestens 8,50 Euro pro Stunde, branchenübergreifend aber. Ausnahmen gelten für einzelne wenige Branchen, zum Beispiel für Zeitungsträger und für Erntehelfer. Ausnahmen gibt es auch für Praktikanten und für unter 18-Jährige. Ausnahmen gibt es auch für Langzeitarbeitslose. Die Langzeitarbeitslosen sollen im ersten halben Jahr auch die Möglichkeit haben, dass sie unter 8,50 bekommen, um die auch wieder in den Beruf einführen zu können. Für alle anderen gilt künftig mindestens 8,50 Euro Stundensatz. Doch die Erhöhung des Stundensatzes bringt auch für den Arbeitnehmer eine höhere Lohnsteuer mit sich. Lässt sie am Ende das Mehr an Lohn wegschmelzen? Der Steuertarif ist progressiv. Das heißt, wenn ich mehr verdiene, muss ich auch mehr Steuern zahlen. Das bedeutet eigentlich nur, wenn ich jetzt statt 7 Euro 8,50 Euro bezahle, kriege ich ja 1,50 Euro mehr. Und von dem 1,50 Euro muss ich halt einen Teil an Steuer abführen. Also es bleibt mehr übrig, trotzdem Steuern. Also es wird nicht dazu führen, dass jetzt die Steuerzahlungen alle Vorteile auffrisst. Auch für alle die, die bisher keine Steuern zahlen müssen, kann sich mit dem Mindestlohn eine Änderung ergeben. Es gibt bei uns diese Grundfreibeträge, 8.000 Euro im Jahr ist der Grundfreibetrag für jeden Steuerpflichtigen. Wenn er da drüber ist, dann zahlt er Steuern. Und da kommt es halt darauf an, wie viele Stunden arbeitet er, was hat er dann für einen Jahresverdienst. Und dann kann es natürlich sein, wenn er jetzt statt 6 Euro bisher dann 8,50 Euro bekommt, dass er dann natürlich erstmal Steuerzahler ist. Und dann möglicherweise auch eine Steuererklärung abzugeben hat. Automatisch an eine andere Lohnsteuerklasse kommt der, der künftig den Mindestlohn erhält, nicht. Die Lohnsteuerklasse wählt man ja selber. Jeder hat die Lohnsteuerklasse 1 oder wenn man verheiratet ist, beide 4. Und die Verheirateten können dann auf 3, 5 wählen. Natürlich gibt es vielleicht dann neue Situationen, dass vielleicht vorteilhaft ist, eine andere Lohnsteuerklassenkombination zu wählen, also statt 4,4 vielleicht 3,5. Das sollte man halt vielleicht von einem Steuerberater mal überprüfen lassen. Denn wenn der bisher unter 8,50 Euro die Stunde verdient hat, dann mehr verdient, kann sich eine Veränderung der Gesamtkonstellation der Einnahmen ergeben. Ein Gespräch mit dem Steuerberater seines Vertrauens kann sich also lohnen.